Dienstag, Mittwoch und Samstag bin ich immer live auf Twitch. Schaut doch gerne mal rein. Links sind in der Videobeschreibung. Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Tech It Reborn. Heute an einem wunderbaren Samstag, an einem wunderbaren verregneten Samstag. Wo dann auch mal Dinge passieren werden heute. Ja, der Faili wird uns vielleicht noch mit seiner Anwesenheit davor. Ich bin mir nicht ganz sicher. Smallnik, ich danke dir und wir können im Stream. Wann nächster Stream? Weiß ich nicht. Heute. Vielleicht. Mal gucken. Nur wenn ich Lust habe. So, mal eben ganz kurz gucken. Es hat übrigens, wie gesagt, funktioniert. Der Smallnik, der hat mir ja nochmal geholfen, das mit den Chunks ein bisschen hinzukriegen. Wobei ich jetzt eigentlich noch relativ gut dabei stehe, aber ja, heute, okay, dann sag Bescheid. Ja. Dinge. Ich habe allerdings jetzt den VIP-Rang auch noch benutzt. Ich habe das jetzt so gemacht, dass Failmaster VIP hat. VIP ist jetzt quasi das mit den 1000 Chunks und was weiß ich. Und jeder Gast, der dazu kommt, der hat dann, nicht ganz so viele. Da habe ich jetzt quasi drei Ränge. Also den Admin-Rang, den VIP-Rang für zusätzliche Mitspieler wie Faili oder Torge. Und dann halt für alle anderen den Normalrang. Ne? Achso, und unsere Erzproduktion läuft eigentlich ganz gut. Also Kupfer war schon lange durch. Das hat ganz gut funktioniert. Momentan hatte ich jetzt zwischenzeitlich mal Zinn gemacht. Und jetzt gerade läuft Aluminium durch. Das geht eigentlich. Also es könnte natürlich immer schneller sein, das ist klar. Aber schneller geht immer, ne? Also mach ich mir da jetzt eigentlich keinen Kopf. Was habe ich gesagt, was ich jetzt mache? Aluminium? Ja. Aluminium. Kann ich zwischenzeitlich mal sehen, wie viel Aluminium da reinkommt. Dann läuft das schon ganz gut. Was ich vielleicht in nächster Zeit nochmal gerne machen wollen würde, ist noch einen zusätzlichen Strang bauen. Damit meine ich schlicht und einfach diese Geräte hier, diese drei, einfach nochmal. Weil, wenn ich jetzt dieses Gerät nochmal setze, habe ich Schiss, dass er die Flüssigkeit irgendwann mal komisch aufteilt und dann gar nichts mehr geht, weil in einem 50 Millibuckets drin sind. Er braucht ja mal 100, ne? Oder 1000? Ich kann das leider nicht schnell genug sehen hier. Kann auch sein, dass es 1000 sind. 1000 Millibuckets. Jedenfalls, dass dann auf einmal so Restbeträge irgendwo auftauchen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Sieht aus wie so, könnte auch sein. Sehe ich leider nicht schnell genug. Müsste man das Video pausieren oder so. Später. Ich habe die nochmal angebaut hier. Die Red Seeds hatten wir schon. Diese beiden. Lavender und Crystalline. Weiß gar nicht. Ich habe die heute früh, habe ich die angesetzt. Weiß gar nicht, wie viel da jetzt rangekommen ist. Oh! Also dafür, dass ich das heute früh gemacht habe, läuft das doch ganz gut. Also Lapis ist schon mal kein Problem mehr. Quarz haben wir jetzt auch 24.000. Also ich glaube, da kann man nicht meckern, oder? Wir werden nie wieder Quarz und nie wieder Lapis suchen müssen. Chaos, ich heiße dich willkommen. Das ist doch schon mal schön, dass das soweit funktioniert. Das erfreut meine Seele mit Glückseligkeit. Es ist ja auch eine Seele. So. Ich kann aber inzwischen wieder was claimen. Das werde ich mir immer für Aufnahmen oder Streams vorbehalten. Also ich werde nie hier irgendwelche Quests abclaimen, wenn ich offscreen bin. Einfach damit man das zumindest mal gesehen hat, dass ich das geschafft habe. Zum Beispiel hier Arboretum haben wir mittlerweile. Das könnte ich schon mal einclaimen hier. Wir haben wieder ein paar Chance Cubes, die können wir bald mal wieder öffnen. Da haben wir nochmal den Gasspeicher. Da habe ich den Gasspeicher noch ein bisschen erweitert. Und sonst, glaube ich, war es das, ne? Oder? Noch irgendwas?
Nee, das war's, ne? Das war's. Das war's, Frau Schnaas. So. Chancenwürfel, ganz genau. Was ist das Ziel des heutigen Streams? Also, mein Ziel. Einmal, wie gesagt, will ich das jetzt mal aufwerten, diese Anlage. Dann würde ich eigentlich ganz gerne, ich weiß nicht, ob wir das heute, ja doch, ich würde es heute mal in Angriff nehmen. Nachher kriegen wir das gar nicht mehr in den Griff. Ich würde heute ganz gerne das hier machen, unsere Lootbags mal öffnen lassen und aussortieren. Also so eine Lootbag-Anlage. Und sonst müssen wir mal ein bisschen Ordnung schaffen wieder. Irgendwann kommt auch noch der große Umbaustream. Dieser ganze Raum hier, den möchte ich noch ein bisschen umstrukturieren. Du schiebst deinen Aufräumstream nicht in Folge 1000? Schwach. Ah gut, hast eigentlich recht. In Folge 1000 kann man mal aufräumen hier. Stell dir das einfach mal vor. Folge 1000, richtig episches Intro. Geht voll ab. Und dann, ja, wir räumen heute auf. Ich will heute mal ein paar Kisten sortieren. Und dann ist das nehme ich mir für diese Folge vor. Und dann sortierst du einfach diese ganze Folge fast kommentarlos diese scheiß Kisten. Hätte was. Am besten wäre so. Dann setze ich die Dissolution Chamber hier so hin. Ich glaube andersrum, ne? So. Das sieht schon mal gut aus. So, dann kommt der Washer. So ist auch richtig. So muss ich den hier hinsetzen. Nimmt er das an? Kann ich den einstellen? Ne, den kann ich natürlich nicht einstellen. Okay. So, weil jetzt teilt er die Erze auf. Es sind ja ganze Erze dann, die da reinkommen. Macht dasselbe dann quasi mehr oder weniger in diesen Arbeitsschritten. Jetzt muss ich mal gucken, ist das so? Das sieht richtig aus, ne? Muss ich hier nur das so anbringen? Items. Das ist ein Output. Das müsste schon gehen, ne? Ja. Müssen jetzt nur Upgrades rein, ne? Aber damit müsste ich das Ganze jetzt um einiges beschleunigt haben, ne? Machen wir da mal ein paar Upgrades rein. Einmal das Gas. Dann kann hier schon mal Energy und Energy und ja. Ich warte auf 69 Millionen Redstone. Ich als Redstoner fände das nice. Okay. Ich bin ja mehr so die 420 Millionen. Aber gut. Jedem das seine. So, jetzt macht er nämlich mehr Crystals. Jetzt haben wir mehr Crystal Meth. Und vielleicht geht das Ganze jetzt klein Ticken schneller. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Yeah. Yeah. Banglash 1900. Vielen lieben Dank fürs Abonnieren auf YouTube. Falls du das jemals sehen wirst. So. Also. Ein Loot Recycler. Nee. Wow. Ein Bag Opener. Ein Bag Opener könnten wir nicht schon mal bauen. Was ich noch brauche, ist eine Ender Chest fürs ME. Ja, jetzt muss ich nur mal überlegen, wie wir das machen. Ich brauche hier auch noch einen Exportbus. Guck
Kommt schon, Freunde, wir steigen in den Exportbus. Da ist es warm, da gebe ich mich meinen Träumen hin. So, ich kann ihn ja hier irgendwo in die Ecke drücken. Hier hin oder so. Der soll ja bloß die Bags bekommen und dann öffnen. Nur, dass ich da jetzt ziemlich viele Filter ranhauen werde, ne? Also, ich könnte jetzt eigentlich einfach mal ein paar Common Loot Bags nehmen, hier so. Und mach die hier einfach mal rein. Iris ist zu... Ach so, okay. Hier, ich nehme noch mal ein paar mehr. Ja. Dass ich mal eben so eine ungefähre Vorstellung habe. Was wir da so rauskriegen. Ist zum Beispiel das. Das kann da definitiv rein. Das muss nicht. Marshmallow muss nicht. Sattel muss nicht. Das muss nicht. Das muss auch nicht. Enchantment Books zum Beispiel, die sollten. Die hätte ich schon ganz gerne. So ein Fackeln müssen nicht. Da bin ich mir ehrlich gesagt... Ach was, Quatsch. Das muss nicht. Die würde ich gerne nehmen. Das würde ich gerne nehmen. Da könnte man noch eine Produktion mitmachen hier mit dem Zeug. Das nehme ich mal außen vor jetzt. Sonja. Knochen müssen nicht. Von mir aus die Runen. Eimer können. Papier kann. Constellation Paper werde ich nicht brauchen. Die Soul Vials können. Die Void Crystals können. Obsidian ist eine gute Sache. Mana Steel ist eine gute Sache. Die Capacitor jetzt drauf geschissen, ne? Das, ja, warum nicht? Brote meinetwegen. Mana an der Flasche. Weiß ich auch nicht, kann man machen. Muss man nicht. Gucken, ob er die Enchantment-Bücher dann nimmt. Oder ob ich da doch ein Advanced brauche. Garnet hatte ich, glaube ich, noch nicht. Tin habe ich schon gehabt. Schilder, Zertusquartz haben wir schon gehabt. Iridium, das nehme ich nochmal. Die Smoss Mingots. Gold, meinetwegen. Bronze. Kalis habe ich schon. Shadow-Fragmente. Goldene Äpfel. Palis-Block. Enderperle. Electrical Steel. Booster-Tracks. So, das war epic, ne? Jetzt kommt Legendary nochmal. Da machen wir auch nochmal ein paar von auf. Vielleicht kommt da auch nochmal was Gutes bei Raum. Zum Beispiel rum. Diamantschaufel zum Beispiel. Die haben wir schon gehabt hier, aber... Ist ja egal. Shadow Gem zum Beispiel. Void Crystal Block haben wir schon. MRE, habe ich keine Ahnung, ob ich die jemals brauche. Vibrant Dings, Bronze. Nether Quartz. Vibrant zum Beispiel ist nochmal eine ganz sinnige Sache. Wooden Gears. Pff. Ambrosia. Steadfast. Das sind normale Herzen. Weiß ich nicht, ob ich die brauche. Oh, hier ne Blue hatten wir, glaube ich, schon. Diamantine haben wir, glaube ich, auch schon gehabt. Da haben wir eigentlich alle schon gehabt hier. So, hier kommt der ME-Export-Bus ran. Und dann kommt hier unser Dings. Den machen wir auf. Ist active. So. Dann geht hier einmal ein Insert rein. Mit dem. Und dann geht
Hier einmal ein Insert rein. Mit dem anderen, den ich hab liegen lassen. Trash canned. Achso. Trash can und Trash canned. Achso. Alles klar. Ich hab's verstanden jetzt. So. Nicht. Da. Nee, da. So. So, Priorität 10. 10. So. Das wird jetzt Insert. Priorität 2. Insert 2. Das ist 3. So. Insert 2. Insert 2. Dann kommt hier ganz am Ende eine Can. Insert mit 0. So. Mache nämlich erstmal nur das Wichtige ins ME. So, jetzt brauche ich noch die Lootbags, ne? Dann brauche ich von dem einen, den noch nicht, den. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich den einen schon mal aufgemacht habe. Dann bekommen die automatisch eine andere Kennung. Weil sobald du geguckt hast, was drin ist, es bleibt das ja gespeichert, ne? Ach so, yeah. So, kommen, ankommen, rare, epic, legendary, Artefakt 1 und Artefakt 2. So. Der bekommt seine 15 Upgrades. Ist nicht wichtig. So. Der hat schon seine 32. An wen geht der denn ran hier? So. Da knüpfe ich jetzt einfach ran. So. Ich brauche ja bloß einen Channel. So, der müsste jetzt eigentlich, sobald er den erkannt hat, Dinge tun. Warum nimmt er die nicht an? Mache ich irgendwas falsch? Ist doch ein ME-Export-Bus. Bin ich jetzt blöd? Der exportiert ja aus dem ME-System raus, so. Warum nimmt der Back-Opener die denn nicht an? So, dann machen wir das nämlich so. Und so. Und dann gehen da wieder die, achso. Gehen da die rein und die rein. Jetzt tue ich die jetzt schon zum dritten Mal rein, ne? Vielleicht wird es nicht das letzte Mal sein. Das sieht schon ganz gut aus. So. Ja, das sieht besser aus. Kommt da mal nur eine Sache raus? Nee. Pass mal auf, dann tausche ich die einfach jetzt. Oh. Dann tausche ich die einfach mal jetzt aus gegen das Ding. Klar, dass die Eisenschaufel nicht geht. Achso, dann brauche ich noch einen Big Item Filter. Davon haben wir jetzt ein paar. Und dann zum Beispiel Diamanthelm. Diamantspitzhacke. Diamantschuhe. Die Schaufel. Das Schwert. Eine Axt brauche ich noch. Horse Armor. Hier das und das und das und das, das, das aus. Diamantene Pferderüstung. Das alles und noch viel mehr.
Was kann ich mit denen jetzt machen? Ich kann die einschmelzen in der Schmelze. Dafür brauche ich 1091 Grad. Könnte man noch überlegen, aber ob das wirklich sinnig ist, sehen wir dann.